meinem Vortrag. Für die, die sich wundern, warum der Titel anders ist als ihrem Programmheft, der Name vom Produkt hat sich geändert und wer die Historie von Couchbase kennt, weiß, dass wir das gerne mal durchführen, so Dinge zu ändern. Also, beginnen möchte ich kurz aber mit, wer ich halt überhaupt bin, für die, die es nicht wissen. Ich arbeite für Couchbase und habe eben GeoCouch entwickelt und im Prinzip mache ich alles, was Open Source ist und eben hauptsächlich Erlang und JavaScript. Meine Lieblingsprogrammiersprache ist aber Python. Jetzt geht es aber gleich los mit einem Beispiel. Also ich will anfangen mit, was können Sie Tolles mit dem Ganzen, wie der Titel eben sagt, mit Couchbase, SyncPoint, GeoCouch und WebQuery anfangen, damit Sie eine Idee haben, warum Sie in dem Vortrag überhaupt sind. Und dann können Sie quasi, wenn das Beispiel vorbei ist und Sie sagen, es interessiert Sie überhaupt nicht, gleich wieder gehen, bevor ich dann in die Details einsteige. Das Beispiel könnte man überschreiben mit dem Titel Replikation. Und zwar nehmen Sie mal an, Sie sind einfach irgendwo in der Wildnis. Sie haben keinen Empfang. Sie wollen jetzt aber zum Beispiel aufnehmen, was für Vegetation dort ist oder die Bäume oder so. Natürlich ist normal auf einem Tablet oder einem mobilen Gerät die Lösung, man hat eine Internetverbindung, trägt dann die Daten ein, die werden übertragen und dort gespeichert. Das Problem ist aber, wenn ich keinen Empfang habe, habe ich auch kein Internet. Die Lösung ist, man speichert es auf dem mobilen Gerät und wenn man dann eben zurückkommt in die Firma oder nach Hause oder wieder Empfang hat, überträgt man die Daten dann einfach von dem mobilen Gerät. Man repliziert die Daten eben vom mobilen Gerät auf den Server. Es gibt auch noch andere Fälle und zwar, es gab mal Empfang, aber es gibt jetzt keinen mehr. Im Katastrophenfall ist es auch wichtig, dass man vor Ort sein kann, dort Daten sammeln kann oder eventuell Daten aktualisieren kann. Und anhand dieses Katastrophenbeispiels will ich jetzt mal durchspielen. Also, ich bin jetzt vor Ort, habe ein mobiles Gerät. Da ist der aktuelle Kartendatensatz gespeichert und ich kenne mich aus, wo ich bin und wo ich hin will. Jetzt kann ich dort eben neue Daten eintragen oder eben Daten aktualisieren. Zum Beispiel könnte es sein, dass auf meiner Karte ist das Gebäude als nicht eingestürzt gekennzeichnet, es ist aber mittlerweile eingestürzt. Das kann ich einfach eintragen. Jetzt, wie beschrieben, habe ich keine Verbindung momentan. Das heißt, ich gehe dann zum Beispiel abends immer zum Basecamp zurück und tue da die Daten übertragen. Es könnte sein, dass sie zum Beispiel einen Hotspot aufgebaut haben und ich übertrage das Ganze dann via WLAN. Falls das auch nicht der Fall ist, kann ich auch einfach hingehen, das direkt einstöpseln und übertrage so meine Daten. Wir können jetzt noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es gibt dann noch zu diesen kleineren Punkten, wo man Daten übertragen kann, noch einen zentralen Punkt, der zum Beispiel tägliche Updates bekommt. Der könnte dann eben noch weiter weg sein und ich muss zum Beispiel mit dem Auto hinfahren. Wenn dann aber jetzt mittlerweile die Infrastruktur wieder aufgebaut ist und es gibt zum Beispiel wieder Internet oder ein größeres WLAN, dann könnte ich auch direkt vom mobilen Klienten direkt auf diesen Server übertragen. Das heißt, die mittlere Schicht fällt einfach weg. Aber ich muss jetzt irgendwie nicht blöd die Software groß umändern, sondern was ich eigentlich mache, ich ändere nur um, wohin will ich meine Daten replizieren. Das Tolle ist jetzt aber, das funktioniert jetzt nicht wie hier beschrieben, quasi von unten nach oben, sondern was man machen kann, ist, es ist echte Multi-Master-Replikation. Das bedeutet, wenn ich nun Updates bekomme, zum zentralen Server, kann ich die auch zurückspielen. Also als Beispiel wäre jetzt, während jetzt so eine Katastrophe stattgefunden hat, tun Leute bei OpenStreetMap übers Internet die Kartendaten täglich aktualisieren. Jetzt kann eben das auf den zentralen Server gespielt werden und ich kriege eben jeden Tag neue Kartenupdates nach unten repliziert auf mein mobiles Gerät. Und wenn ich eben Änderungen vornehme und es wird wieder zurückgespielt, sehen natürlich auch die Karten online editiert haben, okay, es hat sich was geändert. Und natürlich ist es viel vertrauenswürdiger, wenn ich jetzt Daten geändert habe von jemandem, der vor Ort ist. Also würde das wahrscheinlich dann einfach übernommen werden. So, dann komme ich jetzt dazu, was sind es für Technologien und so weiter. Wer mich kennt, weiß, ich habe immer Vorträge über CouchDB gehalten. Heute ist es eben ein Couchbase-Vortrag. Und das Wichtigste ist erstmal zu merken, Couchbase ist nicht der Apache CouchDB. Das war noch vor einem Vierteljahr so, jetzt aber nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, weil da gab es im Internet, wer sich da ein bisschen rumgesucht hat oder hin und wieder was mitbekommen hat, Mords, das Kuddelmuddel, was ist mit Apache CouchDB? Also, um es kurz zu fassen, Apache CouchDB gibt's, es wird weiterentwickelt, bald gibt es eine aktuellere Version. Und Couchbase ist im Prinzip ein Fork von Apache CouchDB, bereits im September oder so. Und für den normalen Anwender hat es einfach miteinander überhaupt nichts zu tun. Das ist so die einfachste Vorstellung. Dann kommt man nicht so durcheinander, was ist und was kann. Ich will aber jetzt eben auf Couchbase eingehen.
Couchbase ist sowohl eine Firma als auch ein Produkt. Die Firma ist hauptsächlich tätig, die Kunden sind hauptsächlich welche, die eben viele Daten haben und schnelle Antwortzeiten wollen und so. Also der bekannteste Kunde ist wohl Zynga, die machen diese ganzen Online-Facebook-Social-Gaming-Spiele. Genau, oder eben so Werbepartner, die eben schnell Werbung schalten müssen, innerhalb von Millisekunden entscheiden müssen, was für Werbung sie schalten und so weiter. Ich will jetzt aber eigentlich aufs Produkt eingehen. Das Produkt, das Hauptprodukt ist Couchbase Server. Um damit anzufangen, es ist eine Datenbank. Sie ist nicht relational und sie ist dokumentbasiert. Das heißt, für die, die aus der SQL-Welt kommen, da ist ja quasi so die kleinste Einheit, ist im Prinzip in der Tabelle so eine Zeile. Bei Couchbase ist die kleinste Einheit ein Dokument. Und ein Dokument ist jetzt eine komplexere Datenstruktur. Das heißt, im Falle von Couchbase ist es einfach JSON. Das heißt, alles, was JSON ist, kann ich einfach da drin speichern. Und dann natürlich auch wieder abfragen. Die Ziele von Couchbase-Server sind, dass die Daten verteilt werden, eben über mehrere Server. Dann, wenn einer ausfällt, kann ich einen anderen hochfahren und so weiter. Das wird alles gemanagt über eine schöne Oberfläche. Dann hohen Datendurchsatz, allerdings bei geringer Latenzzeit, das heißt schnelle Antwortzeiten. Es muss eben mal so Online-Games, muss es immer alles ziemlich schnell passieren und natürlich ziemlich viel. So, dann komme ich jetzt schon zu GeoCouch. Das ist quasi ein weiterer Baustein in dem ganzen Teil. GeoCouch ist eben eine Erweiterung, um Geodaten zu speichern. Man kann das jetzt vergleichen mit, was PostGIS für PostgreSQL ist. So ist es eben GeoCouch für sowohl Apache Couch, jetzt wird es wieder verwirrend, GeoCouch funktioniert mit Couchbase, aber auch mit Apache CouchDB. Und ich entwickle für beides. Die sind eben gerade noch ähnlich genug, dass es funktioniert. Also im Prinzip hat man die gleiche API. Ich kann eben entscheiden, ob ich jetzt eben die Vorzüge von Apache CouchDB haben will mit den Geo-Sachen oder ob ich die Vorzüge von Couchbase haben will mit den Geo-Sachen. Die API bleibt die gleiche. Um zu verstehen, was GeoCouch eigentlich so macht, will ich kurz erklären, woher das kam. Und zwar war das 2008, war ich einer in Australien und da hatten wir einen Kunden und der hatte eben alle zwei Jahre hat er so eine PDF veröffentlicht von der Wasserqualität und so weiter. Und der wollte jetzt eben so ein neues, schickes Webinterface haben, mit wo man rumklicken kann, Daten vergleichen kann und so weiter. Für den Prototypen haben wir XML bekommen, das haben wir halt zu JSON konvertiert, weil das gerade mit dem Webmapping, also wir haben Open Layers verwendet, damit ist halt JSON super handelbar. Und dann kam aber der Tag, wo er die fertige Version haben wollte. Und bei der fertigen Version war es natürlich der übliche Stack, also unten eine Datenbank, ich glaube, das war sogar eine Oracle-Datenbank, dann drüber ein Geo-Server und der Geo-Server gibt dann JSON aus. Wir mussten sogar den Geo-Server anpassen, dass das JSON so kommt, wie wir das haben wollten. Und das Datenbankschema hat eben, also wir hatten einen Datenbankexperten in-house, der hat irgendwie 8 Wochen gebraucht, bis das Datenbankschema fertig war. Und das Datenbankschema war dann aber so, dass man für jede Anfrage brauchte man einen Cross-Join über alle Tabellen. Das heißt, das ganze Normalisieren, was der 8 Wochen lang gemacht hat, hätte sich einfach auch sparen können. Und das war eben der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, hätte ich da CouchDB nehmen können, hätte ich einfach das JSON von dem XML, das wir schon hatten, genommen, reingespeichert, wieder geholt und fertig. Damals war aber das Problem, man konnte keine Rechtecksabfragen, also keine Boundingbox-Abfragen auf CouchDB fahren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte darstellen wollen würde, hätte ich immer alle Daten holen müssen und natürlich will ich nicht alle Daten auf meiner Karte darstellen. Das war eben der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, wenn es was geben wird, wäre es cool, also mache ich es einfach. So begann eben GeoCouch. Was kann jetzt GeoCouch? Zum einen, also da bin ich eigentlich relativ stolz drauf, es kann alle Geometriearten. Es gibt relativ viele Datenbanken, die jetzt immer wieder auftauchen im Internet, die können irgendwie tolle Geo-Sachen, aber meistens sind es nur Punkte. Und wer schon mal damit zu tun hatte, mit Punkten ist alles total einfach. Also eine Polygon-Abfrage schreibe ich in 5 Minuten, aber ob jetzt ein Polygon ein anderes Polygon schneidet, ist schon wesentlich aufwendiger. Die API läuft immer über HTTP ab. Das ist die Open-Search-Spezifikation. Also es wird jetzt dann, also ich sage das schon ungefähr seit 1,5 Jahren bei jedem meiner Vorträge, dass es ist bald ein OGC-Standard. Es ist auf dem Fast-Track-Prozess, der jetzt bereits schon, glaube ich, 2 Jahre dauert. Aber es wird bald soweit sein, hoffentlich. Also es gab keine großen Änderungen mehr und hoffentlich wird es bald eben sogar ein OGC-Standard werden. Dann eben alles ist JSON, eben einfach zu verarbeiten.
Und was momentan eben unterstützt wird, ist nur eine Rechtecksabfrage. Und jetzt neu dazukommend eben ist jetzt die Geometriesuche. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, gib mir alle Flüsse in dem und dem Polygon. Oder diese Linie, alles, was diese Linie schneidet, will ich haben. Das wird übrigens implementiert mit Hilfe von Geos. Also ich habe das nicht selber geschrieben, weil das ja irrsinnig komplex ist, sondern die nehmen da einfach Geos dafür, weil das ist ja erprobt und funktioniert einfach. Wer verwendet GeoCouch? Jetzt muss ich wieder einen Schritt zurückgehen. Und zwar das Problem ist, Couchbase ist relativ neu. Und natürlich haben die, die bisher GeoCouch verwenden, auch CouchDB verwendet, weil es gab ja nichts anderes. Deswegen sind jetzt diese Anwender, verwenden teilweise sogar nur CouchDB ohne GeoCouch. Aber es sind jetzt quasi die Projekte im Geo-Bereich. Zum einen, wer eben als Teilcache, wer muss ich Mapproxy erwähnen, wer in dem Vortrag war, weiß es. Da gibt es mittlerweile ein CouchDB-Backend dafür. Dann, wenn man jetzt zum Beispiel Vektordaten hat, das wäre eben das Beispiel aus Australien, da kann man einfach GeoCouch und MapQuery, auf das ich später noch komme, verwenden. Und wenn man es aber einfach halt nur als Datenbank-Ebene nehmen will, was es ja eigentlich ist, gibt es bereits für Google, ist bereits in der neuen Version drin, dass man im CouchDB einfach speichern kann. Also ich kann einfach mit OGR zu OGR einfach eine Shapefile direkt in CouchDB speichern. Bei GeoTools ist es experimentell, das hat mal jemand angefangen, das weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber ist schon im Source Repository. Und bei Degree haben wir letztes Jahr beim Bolzena Code Sprint mal ein bisschen rumgebastelt. Also gibt es auch so experimentell, mal schauen, wie es funktioniert. Und ja, es lief mal grob, ist es nicht so toll, aber es funktioniert mal grob. Also man sieht eben, es ist relativ leicht, in die aktuellen Produkte zu integrieren. In der Zukunft muss es natürlich mehr Abfragemöglichkeiten geben. Zum einen eine nächste Nachbarnabfrage, das bedeutet, ich will zum Beispiel wissen, was sind die nächstliegenden 5 Tankstellen. Natürlich, wenn ich zum Beispiel in der Wüste bin, kann es relativ weit weg sein. Die andere, und da gibt es eben bereits einen Prototypen, der wurde von Tobias Sauerwein programmiert, er ist eben ein Student, und der hatte mich eben gefragt, ja, was könnte ich so für GeoCouch einbauen, was nicht so kompliziert ist. Dann habe ich gesagt, ja, schau dir das mal an. Dann hat er das quasi ohne weitere Hilfe einfach implementiert und es funktioniert. Das muss ich jetzt eben dann noch ins offizielle GeoCouch aufnehmen. Und natürlich die Radiussuche, dass man eben sagen kann, ja, gib mir alles im Umkreis von 5 Kilometern. Ein weiterer Punkt, den ich machen will, den erwähne ich auch schon, seit ich eigentlich denken kann, aber tatsächlich habe ich letzte Woche damit angefangen, das zu programmieren, und zwar sind es multidimensionale Abfragen. Das heißt, ich will nicht nur wissen, was es in diesem Polygon, sondern ich will wissen, was war zu dem Zeitpunkt. Ein Beispiel wäre, also jemand, der das unbedingt haben will, ist, der macht Analyse von Satellitendaten. Und er hat natürlich dann eben, will dann die Satellitendaten von einem bestimmten Polygon haben, will dann aber natürlich von einem bestimmten Zeitraum haben und dann wahrscheinlich noch ein bestimmtes Spektrum und vielleicht noch ein Attribut dazu. Und dann ist man eben in der Welt der multidimensionalen Abfragen. Und es ist aber irrsinnig kompliziert. Deswegen gibt es es auch nicht wirklich, weil es einfach halt ja, ziemlich kompliziert ist. Und wer von Ihnen vielleicht eine Datenstruktur kennt, die dafür geeignet ist? Es gibt da wirklich viele. Ich habe da irrsinnig viele Papers gelesen. Das Problem ist aber immer, die betrachten immer nur Spezialfälle und sehr selten Geodaten. Und wenn es Geodaten sind, ist es halt immer ja so ein kleiner Spezialfall und das andere geht dann schon irgendwie. Aber ich muss mich natürlich um das andere geht schon irgendwie auch kümmern. Deswegen, also wer da irgendwas weiß, einfach Bescheid geben, ich wäre daran interessiert. So, dann kommen wir jetzt zu einer Übersicht, was haben wir jetzt bereits alles gehört. Also wir hatten diesen Couchbase Server und da gibt es eben GeoCouch als Erweiterung. Ist eben so eingebaut. Genau. Es wird dann später noch mehr, das ganze Bild wird voll, deswegen ist es mal der Einstieg. So, dann komme ich jetzt zum Eigentlichen. Also der Vortrag war ja angekündigt als Couchbase Mobile. Couchbase Mobile gibt es nicht mehr seit November. Das Teil heißt jetzt Couchbase SyncPoint. Ist auch was bisschen anderes. Und zwar ist es so, wir haben festgestellt, dass die meisten Kunden wollen, wenn sie in der mobilen Welt sind, irgendeine schicke Lösung haben, wie sie eben auch die Daten managen können. Also die wollen nicht nur die Replikationen, sondern mehr. Zunächst gehe ich aber darauf ein, was ist auf der untersten Ebene. Jetzt wieder ein toller Neuname, TouchDB. TouchDB, wie der Name schon andeutet, hat es ein bisschen was mit CouchDB zu tun. Und zwar ist es so, die Replikation ist eben CouchDB-kompatibel momentan. Das heißt, ich kann das auf meinem Handy installieren. Also TouchDB ist im Prinzip eine Datenbank, die läuft auf mein Handy ab. Das, was ich eben am Anfang beschrieben habe, ist das läuft wirklich auf dem Gerät, braucht keine Internetverbindung. Da kann ich Daten speichern. Das gibt es bereits für Android und iOS. Wird eben für beide getrennt entwickelt. Es ist sehr ressourcenschonend und es soll eben schnell starten. Das ist eben das Ziel davon. Da kann ich dann eben auch dieses JSON alles eintragen und so weiter. Und die Replikation läuft eben über das CouchDB-Protokoll ein.
Im Prinzip ist es nur einfach über HTTP, aber das Tolle ist, wenn man CrowdStrike kompatibel ist, man kann bereits, wenn man CrowdStrike macht, dahin replizieren oder eben, wenn man jetzt irgendwie eine gehostete Couch hat, kann man dahin replizieren und so weiter. Und momentan ist es sogar noch so, dass die anderen Teile, die ich jetzt dann noch vorstelle, die sind gerade in der Entwicklung. Das heißt, momentan tun die Entwickler tatsächlich einfach immer CrowdStrike nehmen dafür, wenn sie eben Sachen testen wollen. So, dann haben wir jetzt also CrowdStrike Server und TouchDB. CrowdStrike Server läuft eben, das ist eben so die serverseitige Komponente, und TouchDB läuft jetzt nur auf dem Client, auf dem mobilen Gerät. CrowdStrike SyncPoint ist jetzt eben quasi mehr. Das umschließt dann eben TouchDB. CrowdStrike SyncPoint ist jetzt eine serverseitige und eine clientseitige Komponente. Das heißt, es geht jetzt um das Zusammenspiel, weil eine Datenbank, die nur Daten replizieren kann, bringt mir nicht viel, weil man braucht viel mehr. Zum Beispiel so Sachen wie, ich habe jetzt einen Benutzer, der meldet sich bei meinem tollen neuen, also man kann ja zum Beispiel auch, also ich mache ein neues Spiel, der meldet sich neu an, will den neuen Account anlegen. Jetzt muss ja der Server wissen, dass ich einen neuen Account anlege. Wenn ich Daten replizieren will, muss der Account ja schon vorhanden sein. Deswegen muss da ein Schritt dazwischen sein. Und genau das macht CrowdStrike SyncPine. Das heißt, ich kann einfach sagen, lege jetzt eine Datenbank an. Oder er kümmert sich um die Authentisierung. Ein ganz tolles Feature nennt sich Channels. Das bedeutet, ich kann auswählen, welche Daten synchronisiert werden sollen. Das heißt, ich habe jetzt einen großen Datenpool mit Daten und will jetzt aber natürlich auf das mobile Gerät nicht alles überspielen, sondern nur den Teil. Das heißt, ich habe eine Oberfläche, tippe dann ein, was ich haben will, und zum Beispiel wieder das Beispiel vom Anfang, ich habe jetzt Helfer zum Beispiel, das sind nur Ehrenamtliche. Die dürfen jetzt natürlich keine sensiblen Daten kriegen, sondern nur zum Beispiel die Information, wo können sie die Sandsäcke stapeln. Dann bekommen die eben einen Channel, einen eigenen, wo sie eben die Daten bekommen, mit wo kann ich Sandsäcke stapeln. Und was ich, der Notarzt, bekommt eben Informationen, ja, wo gibt es verletzte Personen. Und das wird dann eben über diese Channels gemanagt. Wir haben jetzt also eben SyncPoint, das ist eben serverseitig und clientseitig, und dazwischen stehen eben die Channels. SyncPoint integriert eben mit CrowdStrike Server. Also auf dem Backend ist ein CrowdStrike Server, das hat die ganzen großen Daten. SyncPoint macht dann eben einen Teil davon und das wird dann eben runtergepliziert in TouchDB. Dazu ist es eben noch zu sagen, diese SyncPoint, diese Serverkomponente ist eben in der Entwicklung, es gibt es noch nicht wirklich und dafür verwenden wir eben momentan CrowdStrike DB dafür. So, das Tolle, was viele vielleicht von CrowdStrike DB kennen, ist, man kann einfach Apps schreiben, die keine Mittelschicht brauchen. Das heißt, ich nehme nur HTML und JavaScript, weil die API ja eben HTTP ist und ich brauche sonst nichts. Das heißt, und da die Datenbank auf dem Handy ist und direkt vor Ort verfügbar, kann ich einfach Applikationen schreiben, die funktionieren einfach offline. Brauche nichts Zusätzliches. So, und wenn ich jetzt eben so HTML5 Applikationen schreiben will und jetzt im Geobereich arbeite, will ich natürlich da irgendwie Karten darstellen. Und dafür bietet sich zum Beispiel MapQuery an. MapQuery ist jetzt eben ein komplett unabhängiges Projekt. Also MapQuery hat mit CrowdStrike überhaupt nichts zu tun. Das entwickle ich in meiner Freizeit. Aber das gehört für mich eben so für die Gesamtvision dazu. Deswegen stelle ich es vor. Also MapQuery, was ist das? Das ist Open Layers mit jQuery. Jetzt fragen sich viele, ja, warum wieder was Neues? Im Prinzip ist es ja nichts Neues. Und das ist auch eben, um was es geht. Wir wollen jetzt nicht ein neues Mapping-Library bauen, weil da gibt es schon Hunderttausende, die danach, was ich, in einem halben Jahr eingestellt werden, sondern wir bauen auf Open Layers, weil das ist schon uralt, funktioniert super gut, hat viele Entwickler. Ja, deswegen, das Problem ist aber, wenn ich jetzt jQuery verwende, dann muss ich da immer irgendwie so Adapter basteln, dass ich dann irgendwie die Events bekomme und so weiter. Und das machen relativ viele. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn es halt einfach dann ein Projekt geben und es einfach halt jQuery mit Open Layers verbindet, dann können es einfach alle verwenden und jeder ist zufrieden. Die Entwickler sehen das Ganze eben als sozusagen Geschwister von GeoXt. GeoXt verbindet eben XJS mit Open Layers und wir verbinden eben jQuery mit Open Layers. Warum? Ich habe es bereits erwähnt, dass man zum Beispiel die Events nativ in jQuery bekommt und dass die API einfacher ist. Weil Open Layers, wer damit schon mal gebastelt hat, es hat total viel API-Aufrufe, die Hälfte davon ist veraltet und es ist relativ kompliziert für den Einsteiger. Wenn man es mal gemacht hat, so ein paar Jahre lang, dann kommt einem das ganz einfach vor. Aber für Einsteiger ist es immer noch kompliziert. Deswegen einfach eine einfache API. Trotzdem soll man natürlich aber den vollen Zugriff auf Open Layers haben. Das heißt, wenn es mal was MapQuery nicht kann, kann ich immer noch das nativ in Open Layers machen. Die API, die soll eben einfacher werden, dass man eben schneller einsteigen kann.
die Ziele eben übliche Dinge einfach machen, also sowas wie, ich habe eine Karte, also die Basemap ist OpenStreetMap, darauf will ich dann meine Features haben und ein Pop-up, wenn ich draufklicke. Genau darum geht's. Dann noch ein Punkt des Oberflächenvielfalt ist, wer schon mal auf eine Webseite kommt und ist irgendwie ein Geoportal und es verwendet GeoX, man sieht sofort. Es ist sofort klar, dass es GeoX ist. Und eben, wenn man jetzt eben jQuery verwendet, kann man viel leichter eben andere Oberflächen bauen. Also man muss nicht eben dieses typische Aussehen haben. Und das Wichtigste, was ich bereits erwähnt habe, ich will einfach, dass halt alle Entwickler die Open Layers mit jQuery verbinden. Wenn das irgendwer jetzt hier im Auditorium macht, bitte einfach mal anschauen, ob MapQuery das ist, was sie vielleicht haben wollen. Sie sparen sich eben Code, und wenn wir eben zusammenhelfen, wird das Ganze eben viel besser. Außerdem ist zu sagen, dass MapQuery ist noch hier im Anfangsstadium, bald kommt die Version 0.2. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Änderungen haben wollen und bessere Ideen haben, einfach sagen, man kann das doch alles umschmeißen. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt noch kurz ein Beispiel. Ich habe ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich gehe es da ein bisschen schnell durch, aber es ist eben auch super einfach. Deswegen kann ich da auch schnell durchgehen. Und zwar, ich will eine Karte haben. Das ist jetzt typisch jQuery nur. Ich will jetzt einfach, ich habe das DOM-Objekt von der Karte und sage jetzt, okay, da will ich jetzt eine Karte sehen haben. Also das MapQuery, die MapQuery-Funktion starten. Und ich sage jetzt, ich will OpenStreetMap sehen. Das wäre jetzt schon eine vollwertige Karte. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch haben will, dass ich da jetzt in Dessau, dass Dessau angezeigt wird, sage ich, okay, Center, also die Position, gebe ich an, dann Zoom-Level Stufe 12, fertig. Fertig ist die Karte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Events, das habe ich bereits erwähnt, ich habe eben native jQuery-Events, das heißt, ich nehme einfach, da muss ich jetzt das MapQuery-Objekt nehmen. Es ist so, ich kann nicht nur auf dem DOM arbeiten, weil ich brauche mehr Informationen als jetzt nur diesen HTML-Knoten. Und da ist es, das MapQuery-Objekt ist eben im Data gespeichert. Das hole ich mir einmal raus. Ich kann jetzt Events binden und sagen, wenn ein Layer hinzugefügt wurde, dann mache ich irgendwas, zum Beispiel mache ich den halbtransparent. Genau. Oder die API, die Idee dahinter ist, das möglichst einfach zu machen. Das heißt nicht 100.000 Funktionen, sondern eben eher so jQuery-mäßig. Das heißt, ich bekomme so zum Beispiel alle Ebenen, also webQuery-Objekt.layers, ich bekomme alle Ebenen. Wenn ich eine Ebene hinzufügen, mache ich einfach Layers und gebe eine Ebene rein. Hier zum Beispiel wieder JSON, ich füge eine neue Ebene hinzu. Die API ist eben relativ einfach zu merken, weil ich mache einfach immer Punkt ohne Argumente, bekomme ich es, Punkt mit Parameter setze ich es, wie eben bei jQuery auch. So, das letzte Beispiel schneide ich nur kurz an, wenn ich zum Beispiel noch Zoom-Buttons haben will, weil standardmäßig kann eben MapQuery gar nichts, stellt nichts dar, hat nur die Karte. Wenn ich jetzt Zoom-Buttons haben will, kann ich einfach, okay, das Objekt auf der ein DOM-Element, wo ich den Zoom-Buttons haben will, da füge ich die hinzu. Natürlich muss ich denen noch sagen, welche Karte das ist, weil ich könnte ja mehr Karten auf meiner Seite haben. Und dann füge ich das so hinzu. So, das Beispiel überspringe ich jetzt, weil es sonst zu lang wird. Und erwähne jetzt noch kurz, weil das vergesse ich immer zu sagen, weil für mich ist das vollkommen klar. Aber natürlich ist alles Open Source. Couchbase, also die ganzen Couchbase-Komponenten, Entschuldigung, verwenden die Apache-Lizenz. Und MapQuery steht unter der MIT-Lizenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.